Hallo und willkommen zurück zu Minecraft Skyblock. Zweite Folge. Ja. Hier ist eine Menge passiert in der Zwischenzeit, weil ich viel gelivestreamt habe. Ich habe hier hinter meine Startinsel, die ich ausgebaut habe, noch eine etwas größere Insel gezimmert. Sieht man auf der Map vielleicht besser. Hier war meine Startinsel. Hier ist die größere Insel, die wird jetzt auch noch umgebaut, sodass es genau mittig zu dieser Insel ist. Ich habe es leider irgendwie nicht so genau hinbekommen, dass es jetzt so Chunk für Chunk ist, aber ich glaube, das ist nicht so schlimm. Und ja, wer diesen ganzen Progress verpasst hat, ihr könnt gerne auf Twitch vorbeischauen. Da mache ich nicht täglich, das funktioniert nicht, aber da mache ich häufiger Livestreams zu Sky Attack. Und ja, ich habe jetzt seit neuestem auch eine Minimap, oben links zu sehen. Und das letzte Projekt, was ich jetzt angestrebt hatte, war ein bisschen im Nether was zu bauen. Und dafür muss ich mir jetzt mal ein bisschen Cobblestone holen. Jemand Lust, mir Cobble zu spenden für den weiteren Weg im Nether? Kroko hat schon. Und zwar haben wir uns überlegt im Chat, also der Chat und ich im Livestream, haben uns überlegt, dass es eigentlich ziemlich nice wäre, einen sehr sicheren Weg in den Nether und an die Nether-Festung zu bauen. Und das mache ich momentan. Okay, Cast, okay, der Weg zu dir wird etwas dauern. Cast, ich mache mich auf den Weg. Cast ist nämlich genau auf der anderen Seite. Hier. Da muss ich jetzt gleich erstmal hinlaufen. Genau. Aber das ist überhaupt kein Problem. Das Einzige, was wir uns mitnehmen müssen, ist was zu essen. Ganz, ganz wichtig. Dann nehmen wir uns noch Werkzeuge mit. Ich würde einen Bogen auf jeden Fall mitnehmen, eine Pickaxe und ein Steinschwert. Vielleicht craften wir die beiden zusammen. So. Ich bin auf dem Weg in den Nether auch schon zweimal gestorben. Ich glaube zweimal. Und ja, dementsprechend habe ich meine 50 Level, die ich hatte, verloren. Was sehr, sehr schade ist. Aber das ist nicht so allzu tragisch. Machen jetzt auf jeden Fall auf den Weg darüber. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal hier durch die halbe Nachbarschaft latschen. Unter anderem bei Spark vorbei. Zu Kroko. Und ja. Ich würde dann hier einmal einen Cut machen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Denn ich möchte euch ehrlich gesagt nicht allzu viel von den Basen spoilern. Bis gleich. So, wir sind bei Cast angekommen. Das war ein gar nicht so langer Weg. Ich dachte, es würde länger dauern. Mal gucken. Hallo. Und jetzt bin ich gespannt. Okay, well. Okay, 5, 6, glaube ich, reichen vollkommen aus. Und dann craften wir das noch hier zusammen. Debitor ist wieder in seiner AFK-Farm oder whatever. Und ich glaube, dann haben wir auf jeden Fall genug Slabs, um komplett einmal den Weg entlang zu bauen. Und jetzt könnte ich auch direkt deren Nether-Portal mal benutzen. Und das mache ich jetzt auch. Und dann gucken wir mal, wo wir rauskommen. Hi, I guess. Okay. Ah, hier sind wir. Okay, das ist nice. Ich bin komplett woanders. Nein, bin ich nicht. Quatsch. Hier bin ich. Und zwar bin ich sonst immer durch das Portal von Basti und Riol gegangen. Und das hier ist der Weg, den ich gebaut habe. Habe ich was Goldenes an? Ja. Und zwar, ja. Ist das hier der Weg, der noch nicht 100% safe ist, aber ich würde sagen zu 90% schon. Ich würde hier auch gerne so eine Trade-Station zwischenbauen, aber ich weiß noch nicht so ganz. Und da sehe ich jetzt schon wieder 1 Million Blazes. Sehr gut. Aber wir haben hier diese Anti-Blaze-Shields. Oh.
Da fliegen die Projektile. Ich habe keine Pfeile mitgenommen. Ich bin so ein Depp. Einfach mal keine Pfeile mitgenommen. Okay, das sind verdammt viele Blazes. Okay, holy shit, ich muss definitiv... Okay, das ist weg, das ist schon mal gut. XP ist runtergefallen, macht gar nichts. Okay, läuft. Hier ist auch ein Skelett. Okay, ich brauche definitiv Pfeile. Ganz wichtige Sache. Ich muss nochmal zurück und muss mir Pfeile holen. Das ist aber an sich gar kein Problem, weil die Slabs habe ich jetzt. Das heißt, ich kann den kurzen Weg nehmen. Den zeige ich euch auch mal kurz. Den kurzen Weg kann ich nehmen. Ich hole mir Pfeile, dass ich mich ein bisschen verteidigen kann, weil das ist jetzt echt ein bisschen touch too much. Das ist natürlich auch nice. Hier mal direkt so ein Magma-Slime. Nice. Easy. Ja. Nehme ich. Kein Ding. Haben wir eine Magma-Cream bekommen. Auch nicht schlecht. Und das, was ich machen muss, sind definitiv Blaze. Also ich brauche Blaze Rods. Das ist die Ressource, die ich jetzt brauche. Nicht für mein Vorhaben. Hier sind wir jetzt in der Base von Basti und Riol. Und wir müssen leider immer... aua. What the fuck? Sollte die Scheiße jetzt? Kam das noch aus dem Portal geflogen? Na, ich glaube, Basti hat mich abgeschossen, bin ich ganz ehrlich. Ich glaube, Basti hat mich abgeschossen. Ich habe kein Skelett gesehen oder so. 3, 4. Ah, ich muss hier ganz schön... Ich glaube, ich muss mir hier mal so eine Dauerkarte kaufen. Für den Wegzoll bei Kroko. Ich werde hier dauernd durch müssen, solange ich kein eigenes Portal habe. Und ich glaube, ich sollte mir auch im Moment keins gießen, weil ich die absolut nicht linken kann. Weil wir so viele Nether-Portale aufeinander haben. Moment, da wollte ich gar nicht hin. Ich wollte mir hier unten noch ein paar Pfeile holen an der Mob-Farm. Okay, wir sind wieder im Nether. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Basti das gerade war. Ich bin jetzt gerade nochmal durch die Base gelaufen und da war original gar nichts. Also gehe ich davon aus, dass er mich einfach nur erschrecken wollte. Hat er geschafft übrigens, danke dafür. Ich habe mich übel verjagt. Oh, jetzt ist Spark online. Ich habe für Spark heute im Livestream ein bisschen, bisschen Bauernarbeit betrieben und habe sein Feld bestellt und geerntet. Ja, das wird jetzt gleich sehen. Gut ist, der kann nicht hochschlagen, aber ich kann runterschlagen. Der Plan ist jetzt... Ich hab dich gesehen, Blaze, ich hab dich gesehen. Der Plan ist jetzt, hier komplett entlang der Nether-Festung, wir sehen es ja hier, komplett hier einmal entlang, einen Weg zu ziehen, so wie der hier ist. Hi. Und den dann mit Türen zu versehen. Treffe ich auch mal? Ja. An mir vorbeigeflogen, sehr gut. Ich muss immer aufpassen, weil dahinter sind, glaube ich, auch Pikmin. Und ich habe heute... Hi. Und ich habe heute schon einen angeschossen. Das war nicht gut. Okay, der ist down. Sehr schön. Dann kann ich den jetzt töten. Der hat nur Kohle gedroppt. Plan ist, hier mal Türen reinzumachen. Oder Trapdoors oder irgendwas. Und trotzdem werde ich getroffen. Es ist halt super gefährlich hier, ohne Rüstung, ohne alles. Und deswegen bin ich mir noch nicht so ganz sicher, wie ich das genau hier bauen werde. Aber definitiv safer als das, was jetzt hier ist.
Call Me Robin Hood? Ah, doch nicht, wartet. Jetzt vielleicht? Wow. Okay. Okay. Genau, ich möchte alles auf jeden Fall safer bauen als das, was jetzt hier ist. Einfach damit man sich hier im Nether ein bisschen besser bewegen kann. Und das ist mein Ziel quasi für die nächsten Folgen. Da ist auch immer noch keine Blaze Rod geflogen. Okay, und ich glaube, jetzt kann ich erstmal weiterbauen, so wie das hier aussieht. Ich werde natürlich, ich lebe hier halt echt am Limit, ne? Ich könnte jederzeit runtergestoßen werden oder aufgefressen werden oder however you wanna call it. Und ich lebe hier echt gefährlich. Das heißt, ich muss immer aufpassen, ob da nicht noch irgendein Blaze steht. So wie da hinten. Der mich abfacken will. Der mich natürlich trifft. Natürlich tut er das. Und natürlich ist hier noch einer. Dafür sind diese Dinger hier. Baiten. Und das Problem ist halt auch wirklich, dass die Pigmen immer dazwischen sind und man wirklich aufpassen muss, dass man die nicht killt. So wie jetzt zum Beispiel. Da muss ich natürlich gucken, dass ich nur das Skelett darunter schieße. So. Hat sich das teleportiert? Halt nicht. Bin halt komplett am Arsch zwischendurch. Man muss wirklich aufpassen. Deswegen mache ich hier immer wieder so Ecken rein, dass ich mich hier einfach hinstellen kann, um nicht getroffen zu werden. Also die Folge ist einfach ein dickes Uff, weil es einfach so schwer ist für mich, gerade vernünftig zu bauen. Ohne jedes Mal Angst haben zu müssen, abgeschossen zu werden. Das ist natürlich super doof, weil nirgendwo wahrscheinlich irgendwas ist gerade. Okay, ich laufe jetzt einfach mal hier entlang. Keine Blaze Rod. Keine einzige. Oh, das sind Magma Slimes. Okay, RIP. Ist aber nur ein kleiner. Ja, perfekt. Okay. Okay. Easy. Du willst Krieg. Kannst du haben. Kein Ding. Okay, ich glaube, ich würde das erstmal bis hierhin machen. Dann mache ich hier, nehme ich jetzt mal zu. Ich glaube, zwei höher muss ich es noch machen, ne? Ja, zwei höher muss ich es noch machen. Dann kann ich nämlich hier die Decke drüber ziehen. Das Problem ist, ich kriege halt wirklich gerade keine Blaze Rods mehr.
dürften sie ja eigentlich nicht mehr hochkommen. Wir haben jetzt auf jeden Fall einen guten Weg, würde ich sagen. Erstmal für die ganze Zeit hier entlang. Wenn man hier auch Blazes hat, dann kann man hier mit Sicherheit auch gut ein paar Blazes klatschen, weil auch das Wither-Skelett kann hier zwar hin, aber schlagen kann es uns halt nicht. Was sehr praktisch ist. Und wenn man dann mal eine Blaze hat, kann man sich halt hinter die Säulen verziehen. Das Blöde an den Blaze ist halt, die droppen dann die Sachen schön ins Void. Wenn sie überhaupt droppen. Das ist gerade super gefährlich, was ich mache, aber Wayne. Endermen können hier halt auch nicht rein, weil ich glaube... Ah doch, es sind 3 Blöcke hoch. Und hier ist wieder ein Wither-Skelett. Ich muss quasi nur darauf warten, dass sie hier vorkommen. Halt sehr sneaky, ne? So, aber kein Problem für uns. Da ist auch wieder eine Blaze. Aber auch die wird mir wahrscheinlich wieder abdampfen. Oh, scheiße. Da liegt tatsächlich eine Blaze. So. Oh, und ich habe meine zweite Blaze. Das heißt, wir können nach Hause. Der Weg ist erstmal soweit safe. Also safer als vorher. Man kann sich halt überall unterstellen. Und ich denke mal, das ist jetzt erstmal wichtig. Jetzt gehe ich erstmal nach Hause und bring mal eben die Blaze Rod weg. Und dann sehen wir uns gleich. So, ich bin wieder in der Base. Und ja, wir haben es tatsächlich geschafft. Wofür ich das Ganze gemacht habe, ist folgendes. Wir haben schon Brewing Stand und jetzt haben wir auch endlich Sachen für den Brewing Stand. Das heißt, wir können jetzt endlich was brauen. Was möchte ich brauen? Ich würde gerne Schwächetränke brauen, weil ich keine Lust habe, eine Witch irgendwie aus der Mobfarm mit zu mir zu nehmen. Das ist super schwierig und dann nehme ich doch lieber nur einen Zombie-Villager. Und wie ich das machen will, ich möchte gerne Spark fragen, ob ich seine Mob-Farm hier reaktivieren darf. Weil im Grunde genommen muss ich dann nicht weit fahren.
Und er auch nicht, wenn er sich wirklich Villager holen möchte. Und das ist jetzt quasi so mein nächster Plan. Ich habe mir jetzt ein bisschen Blaze Powder gemacht und kann dadurch Tränke machen. Gläser haben wir tatsächlich auch schon von einer Witch bekommen, die in der Mob-Farm gestorben ist. Ich habe hier Zucker. Ich habe 2 Spinnenaugen. Das heißt für mich, die brauche ich eigentlich nur... Brauchte ich die nicht einfach nur zusammen craften? Eventuell brauchte ich das auch nicht. Ah, ich glaube, ich brauche noch einen Pilz dafür. Genau, Pilze muss ich mir noch ertraden, sag ich mal. Da muss ich mal überlegen, wie ich das mache. Und ja, im Grunde genommen kann ich jetzt erstmal hier alles einsortieren. Und ja, war relativ erfolgreich. Also, ich danke euch, dass ihr zugeschaut habt. Und beim nächsten Mal schaue ich, dass ich mir ein paar Pilze ertrade. Und dann werden wir endlich ein paar Tränke brauen. Dann werden wir uns Goldäpfel zusammenfarmen. Und ich möchte gerne 2 Villager haben. 2. Die kann man dann nämlich breeden. Und so habe ich hier mein eigenes kleines Villager-Dorf. Bis zum nächsten Mal.